sprechen zu Hause Griechisch, ausschließlich. Also ich rede Deutsch mit den Kindern nur, wenn ich etwas modellieren möchte. Also wenn ich höre, dass sie etwas ja, nicht richtig aufgenommen haben, dann wiederhole ich es einfach nochmal richtig, damit sie das dann auch mal richtig gehört haben. Das ist kein Buch. Mama, ich will nicht Buch. Du willst kein Buch. Solche Sachen zum Beispiel. Mama, ich will nicht Buch. Ja, ein deutsches Kind macht so einen Fehler nicht. Ich sag dann, wie, du bist kein Buch. Also ich modelliere einfach. Und das sind auch so die einzigen Situationen, wo ich zu Hause dann auch Deutsch spreche. Es ist ja eigentlich auch vertreten, dass die Familie die Familiensprache beibehalten soll. Denn die Zweitsprache kann auch nur auf ja, eine gesunde Erstsprache aufgebaut werden. Und somit ist es wichtig, dass die Eltern eigentlich auch die Erstsprache zu Hause pflegen. Und die Kinder haben natürlich auch mehr davon. Also wachsen sie auch wirklich zweisprachig auf. Also Deutsch, also ich sage immer, Deutsch lernen sie. Wir sind ja in einem deutschen Kindergarten, in einem deutschen Umfeld. Dass die Gefahr, dass die Familiensprache, also die Muttersprache verschwindet, ist ja größer, wenn man hier lebt. Anna μου, γύρνα, κάθεσαι στον καναπέ, αλλιώς θα φύγεις, αγάπη μου. Δεν γίνεται να γυρνάει την πλατούλα σου, ε? Okay. Das Wichtigste, was ich damals gelebt und auch gelernt habe, war, dass man seine Subkultur aus dem Weg gehen sollte. Was oft passiert bei Menschen mit Migrationshintergrund, ist, dass sie ja, so eine eigene Subkultur bilden, dass sie ihren Mikrokosmos haben. Wenn Sie jetzt zum Beispiel nach Stuttgart, nach Bad Cannstatt fahren, das ist so ein Vorort, da, das werden Sie in Athen. Da gibt es den griechischen Bäcker, Zeitungshändler, Supermarkt, das Café, die Bar für junge Leute, Restaurants und so weiter. Also wenn man will, kommt man dem Ganzen gar nicht raus und somit auch nicht in den Kontakt mit deutschsprachigen Menschen und somit lernt man die Sprache nicht.